Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWindow. Heute wird es darum gehen, GIFs zu erstellen, bewegte GIFs. Dafür brauchen wir zwei Programme, das ist Paint und Unfreeze. Unfreeze bekommt ihr auf dieser Seite, das wird dann in der Description stehen. Und dann machen wir mal gleich Paint auf. So. Ja, dann würde ich gleich einen Ordner anlegen. Ich mache jetzt mal eins mit drei Bildern. Das kann man auch mit Paint.net machen, bloß das Absprechen ist wichtig, wie man es abspeichert. Also mache ich jetzt mal was etwas Einfaches. So, hallo. Von YouTube. Genau, so, und jetzt kommt das Wichtige. Jetzt müssen wir hier Speichern unter anwählen. So, gehen wir auf Speichern unter. Und jetzt da unten, hier müssen wir auf GIF gehen, denn das soll dann auch als GIF sein. Also machen wir nochmal rein. GIF. So, dann würde ich das jetzt mal Bild 1 nennen. GIF. Ist wichtig und das speichere ich jetzt mal in meinen Ordner rein. Und speichern. Ja, bla bla bla. So, dann machen wir hier ein neues Bild. Steuerung N. Jetzt haben wir ein neues Bild. Dann machen wir jetzt mal diese .gif Animation wurde erstellt mit so unter Bild 2 Punkt GIF, ne, GIF, nicht geht. Ja, das. So, und dann jetzt noch das dritte Bild. Egal, das könnt ihr mit so viel machen, wie ihr wollt. Also mache ich jetzt mit, erstellt mit Paint. Ja, du, dann speichern wir das als Bild 3. Bild 3, ich würde immer eine fortlaufende Nummer haben, weil dann, wenn ihr das dann rein fallen lasst, dann erkennt er das dann automatisch. Ja, so. Jetzt können wir Paint erstmal zumachen. Und wie gesagt, das ist nochmal die Adresse, aber die ist ja bei euch drin. Hier einfach dann runterladen. Und wie gesagt, das ist hier Open Source, das ist kostenlos. Die Sprache ist Englisch, aber es ist egal. So, dann gehen wir in GIF-Tutorial rein. Dann starten wir Unfreeze, ja, ausführen. So, dann, wie gesagt, jetzt wird dieses Nummerieren wird sich jetzt lohnen. Ja. So, jetzt hat das nämlich in der richtigen Reihenfolge. So, dann machen wir Loop-Animation. Ja, das ist wichtig. Dann spielt das sich immer wieder nacheinander ab. Und Frame Delay, das ist jetzt wichtig, da können wir ein 100 machen, das ist eine Sekunde. Ein 1000 wäre dann 1000 Sekunden, 10 Sekunden und so weiter. Jetzt machen wir eine Make Animated GIF. Geht's in meinen Ordner rein. Da mache ich jetzt GIF-Fertig.GIF. So, jetzt speichere ich als GIF ab, so ist schon fertig. Jetzt kommt das, eine Sekunde. Wie gesagt, das war dieses Loop, dass es immer wieder nacheinander spielt. Jetzt mache ich es mal etwas schneller, damit man sieht, dass das hier was bringt. Ups. Das geht nicht. Geht fertig, überschreiben. Wieder fertig. Man sieht es, also, das ist glaube ich schon ein Unterschied. Noch wieder 100. Ja. So, dann. Ja, also das war's eigentlich auch schon. Ist eigentlich ganz einfach. Das Teil hatte 28 Kilobyte insgesamt, dann eben das fertige Eigenschaften. Wie viel hat's? 26. Also nicht viel. Ja, das war's auch schon. Und ich hoffe, ich habe euch geholfen und ihr könnt ab jetzt eure eigenen GIFs machen.